Und in Berlin begrüße ich Irene Mihalitsch von den Grünen, Sprecherin für innere Sicherheit. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was halten Sie von den Plänen? Naja, grundsätzlich ist es gut, dass das Bundesinnenministerium und die Sicherheitsbehörden ihre Bemühungen im Bereich Rechtsextremismus verstärken. Ich muss sagen, das ist lange überfällig. Wir haben schon seit geraumer Zeit darauf hingewiesen, dass das Thema doch sehr, sehr stark unterbelichtet ist. Und deswegen ist es zunächst einmal gut, dass da entscheidende Veränderungen vorgenommen werden. Grundsätzlich die Frage nochmal, es geht ja jetzt um die Konzentration auf rechte Umtriebe. Warum schaut man da nicht genauso nach links? Naja, man muss natürlich verstehen, woher die Bedrohung kommt. Und wenn wir uns anschauen, dass eine ganze Reihe von Straftaten aus dem rechtsextremistischen Spektrum heraus begangen worden sind, Horst Seehofer hat skizziert, hat eine Blutspur beschrieben, vom NSU angefangen bis hin zum antisemitischen Anschlag von Halle. Ich würde die historische Linie sogar noch etwas weiter fassen. Man kann zurückblicken bis zum Oktoberfestattentat. Und in der Kontinuität dieser Anschläge von rechts und wenn wir uns gegenwärtigen, dass in den letzten Jahren auch zahllose Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte stattgefunden haben, von denen viele nicht aufgeklärt wurden, dann bekommt man ein Gefühl dafür, wie groß die Bedrohung des Rechtsextremismus ist. Auf der anderen Seite haben wir auch mit der AfD sozusagen einen parlamentarischen Arm und eine politische Debatte, in der diese ganzen Dinge auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und wir beklagen auch eine in weiten Teilen stattfindende Verrohung und Hass und Hetze im Netz nehmen wirklich sehr, sehr stark zu. Viele Menschen fühlen sich animiert, solchen Worten auch Taten folgen zu lassen. Politikerinnen, ehrenamtliche Leute werden bedroht, Menschen anderen Aussehens, anderen Glaubens. Ich denke, dass die Gefahr wirklich so groß ist, dass es richtig ist, jetzt auch den Fokus auf den Bereich des Rechtsextremismus zu setzen. Jetzt habe ich das heute von Horst Seehofer so verstanden, dass es 600 neue Stellen gibt und dass die Zusammenarbeit verbessert wird. Ist das denn alles, was man machen kann? Nein, es gibt Dinge, die ich ganz klar vermisse. Auf der einen Seite vermisse ich zum Beispiel einen breiteren wissenschaftlichen Ansatz. Wir müssen dringend die Analysefähigkeit in den Behörden verbessern. Herr Haldenwang vom Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja auch selbst darauf hingewiesen, dass es eben an dieser Analysefähigkeit mangelt. Deswegen hoffe ich, dass da noch weitere Verbesserungen getroffen werden. Was wir allerdings auch ganz, ganz dringend brauchen, ist auf der Präventionsseite eine Verstetigung und eine auskömmliche Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wir brauchen mehr Bildung in diesem Bereich, damit auch dem Rechtsextremismus auf dieser Seite begegnet werden kann. Es kann nicht sein, dass Initiativen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, sich sozusagen von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr hangeln müssen und immer Sorge haben müssen, dass sie nicht auskömmlich finanziert sind. Deswegen brauchen wir hier ein Demokratiefördergesetz. Davon habe ich heute leider nichts gehört in der Pressekonferenz. Was wir auch brauchen, ist ein Konzept gegen die Bedrohung, die akute Bedrohung. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass zum Beispiel viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, da reden wir über Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker oder auch andere Leute, die in solchen Zusammenhängen unterwegs sind, massiv bedroht werden von Rechtsextremisten. Diese Menschen brauchen Unterstützung, sie brauchen Schutz und sie brauchen vor allen Dingen eine Anlaufstelle, weswegen wir auch schon bereits eine Taskforce im Innenministerium gefordert haben, an die sich diese Menschen wenden können und damit man auch die ganze Dimension des Problems auch einmal von bundespolitischer Seite begreift. Das wären zum Beispiel noch drei weitere wichtige Maßnahmen, die man jetzt dringend angehen muss. Frau Mihalitsch, Sie sind von 1993 bis 2013, wenn ich richtig gelesen habe, selber ja Polizistin gewesen, Polizeidienst gewesen. Jetzt geht es auch um den öffentlichen Dienst und rechtsextreme Umtriebe. Warum ist das in diesem Bereich so häufig möglicherweise dann doch der Fall? Was ist da für eine Atmosphäre? Naja, wir können es eben nicht so genau sagen, ob es tatsächlich sehr, sehr häufig ist. Ja, während die einen von bedauerlichen Einzelfällen sprechen, sprechen andere wiederum von einem strukturellen Problem. Wir haben mehrere Fälle, die jetzt bekannt geworden sind, ob in Hessen oder beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern. Und von der Bundeswehr haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also das Problem im öffentlichen Dienst ist sozusagen offensichtlich. Wie breit es ist und ob es tatsächlich sich um Einzelfälle handelt, können wir halt eben
heute noch nicht genau sagen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die überwiegende Mehrheit der Beamtinnen und Beamten fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und dass es sich tatsächlich eher um Einzelfälle handelt. Aber es wäre gut, das Ganze noch auch wissenschaftlich zu untersuchen. Das Land Hessen macht es jetzt zum Beispiel und möchte gerne untersuchen, wie es eigentlich in der Polizei Hessen aussieht mit verfassungsfeindlichen Einstellungsmustern, welche dienstlichen Erfahrungen zum Beispiel vielleicht auch dazu führen, dass sich einzelne Leute in einer gewissen Weise vielleicht auch radikalisieren. Wie kann man dem präventiv begegnen? Und vor allen Dingen, wie können wir die Menschen im öffentlichen Dienst stärken, die eben für unseren Rechtsstaat einstehen und fest auf dem Boden der Demokratie stehen? Das ist eigentlich die Aufgabe, der wir uns jetzt halt eben auch von bundespolitischer Seite aus noch viel stärker widmen müssten. Und deswegen ist es richtig, wenn der Verfassungsschutz oder das BMI sagt, wir richten jetzt diesen Blick nach innen, wir schauen uns das im öffentlichen Dienst genau an. Aber es ist halt eben auch ganz besonders wichtig, die Menschen zu stärken, die da wirklich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und sich eben nicht von Rechtsextremisten vereinnahmen lassen. Frau Mihalic, ganz herzlichen Dank nach Berlin. Sehr gerne.